Wir haben sie vorhin schon erwähnt, die Festgruppe aus Linz. Ich möchte auch meinen Dank aussagen. 32 Freitage in Folge standen sie jetzt an Linz am Hauptplatz für unsere Freiheit und Grundrechte auf der Straße. Herzlich willkommen euch. Hallo, grüß euch Salzburg. Schön, dass so viel ausgehalten haben bei dem Wetter. Wir waren den Freitag das 33. Mal bei uns in Linz am Hauptplatz. Seit 8. Mai sind wir jeden Freitag da für die Menschenwürde und für die Meinungsfreiheit. Weil wenn man die Menschenwürde verstanden hat, gibt es keine Corona-Maßnahmen. Und warum ich das Ganze initiiert habe, ich habe die ehrenvolle Aufgabe, dass ich Präsident von meinem Lieblingsverein bin. Und mein Lieblingsverein, der produziert biologisches Gemüse. Und wir dann Saatgut erhalten. Wir schauen, dass wir souverän sind. Und stehen in Linz am Hauptplatz und bieten das an für alle, die interessiert an unserer Vereinsarbeit sind. Und die Polizei wollte mir verhaften, weil ich keine Maske aufsetze, weil ich kein Sklave bin. Ich entscheide selbst. Und sie wollten mich deswegen verhaften, weil ich mich nicht ausgewiesen habe, weil ich kein Verbrechen und niemanden geschadet habe und ich ein Mensch bin und nicht das Personal dieser kranken, psychopathischen Regierung. Ich bin Mensch und ich bin frei. Und unser Motto in Linz heißt, ich bin frei. Und genau so schaut's aus. Genau, weil erst wenn jedes Ich von uns frei ist, können wir frei sein. Und das ist die große Illusion, mit der diese Regierung arbeitet, weil wir nehmen uns zurück für die anderen. Ja, genau. Ich bin frei, ich brauche mir nicht für irgendwen anderen eine Maske aufsetzen. Wenn er Angst hat, soll er daheim bleiben. So einfach ist es. Und eins möchte ich auch noch dazu sagen, wir haben nicht einmal eine Bananenregierung, wir haben überhaupt keine Regierung, sondern wir haben Pressesprecher der internationalen Wirtschafts- und Finanzmafia, die uns praktisch einfach nur von ihren Logenbrüdern erzählen, was sagen sollen. Sie sind einfach nur installiert, sie haben überhaupt nichts zu melden und sie sind niemand, weil nur niemand darf den Menschen die Menschenwürde wegnehmen. Niemand. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken an alle, die in Linz, von Linz und Oberösterreich mitkommen sind. Es ist ein Bus organisiert, es sind sehr viel privat hergefahren. Danke, dass ihr jeden Freitag immer zu uns am Hauptplatz kommt. Wir sind jeden Freitag um 17 Uhr in Linz am Hauptplatz. Also ihr könnt uns auch gerne mal besuchen. Und auch danke an das ganze Organisationsteam, weil es natürlich auch ein Riesenaufwand ist, das Ganze auch zu organisieren und einfach diese Kontinuität zu behalten. Und dann möchte ich auch einen großen Applaus, ich gebe das Wort gleich weiter an Jürgen Lessner, der wirklich unsere ganzen Videos immer auf YouTube stellt, ihr könnt uns da verfolgen. Es sind wirklich sehr viele Leute, die da ehrenamtlich engagiert sind und mit vollem Herzen dahinter sind. Und das ist genau das, was das Ganze nämlich sprengt, weil die Regierung rechnet nur mit dem Verstand. Sie haben eins vergessen, wir sind Menschen mit Herz. Und die, die mit dem Herz dahinter sind, werden das Ganze auflösen und die Menschheit in eine neue Zeit führen. Ja, danke Florian. Grüß euch, ich bin der Jürgen. Ich bin zwar kein Linzer, sondern aus Steyr in Oberösterreich. Aber wir haben uns in Linz das erste Mal getroffen, auf der ersten Demo von Florian. Und dann haben wir sofort gesehen, wir gehören zusammen, wir passen zusammen, wir machen das miteinander. Und ich habe da zum Beispiel schon die Internetseite gehabt, die neuewahrheit.com, neuewahrheit.com. Und dort habe ich schon damals angefangen zum Flyer schreiben, Informationsflyer. Ich habe über 30 Flyer dort zum Downloaden oder auch, ihr könnt es kostenlos bei mir bestellen. Die schicke ich euch kostenlos nach ganz Österreich zu. Die könnt ihr in die Postkasten vor eurer Umgebung reinschmeißen. Braucht nur 18 Jahre alt sein und einen Ausweis dabei haben. Dann dürft ihr das tun, das ist legal und das könnt ihr machen. Da könnt ihr euch eure Flyer aussuchen, die bestellt ihr bei mir. Ich schicke es euch zu, 100 oder 1000 oder auch 10.000. Wir haben schon über 600.000 Flyer, sind jetzt schon in Österreich im Umlauf.
Ein paar habt ihr von mir eh schon gekriegt heute, tut am Flyer Tischlingen auch noch ein paar. Könnt ihr euch mitnehmen, neuewahrheit.com. Aber es ist nicht nur die Flyer, sondern wir haben ganz viele andere Sachen schon gemacht. Wir haben zum Beispiel dazu mal die Kindergärten angeschrieben und sie ihnen erklärt, dass sie keine Masken tragen müssen, weil es nicht im Gesetz ist. Und die Kindergärten haben sich sehr bedankt bei uns. Alle Kindergärten Österreichs haben mir angeschrieben. Und wie das Finanzamt gesagt hat, ihr braucht Masken im Schulbus, das hat das Finanzamt vorgeschrieben, was natürlich rechtlich nicht gedeckt war, haben wir alle Volksschuldirektionen angeschrieben, sie mögen doch den Busunternehmen mitteilen, dass die Kinder keine Maske tragen müssen. Da haben wir auch sehr, sehr positives Feedback zurückbekommen, auch von den Busunternehmern. Und dann haben wir noch bei meinen Flyer, was ich da überschreibe, haben wir dann nur die gute Idee gehabt, wir machen einen Maskenbefreiungsschein. Weil das Gesetz war dort einmal so, dass man sich selbst von der Maske befreien darf. Und da haben wir 35.000 Maskenbefreiungsscheine in Österreich verteilt. Und die haben gegolten bis 25. Oktober. Das war die größte, naja, Sabotage will ich jetzt nicht sagen, aber die war die größte Unterstützung für die österreichischen Bürger, dass sie da maskenfrei einkaufen konnten. Und dazu habe ich noch die ganzen Konzerne angeschrieben, wie Spar und Rewe etc. Das könnt ihr auch bei meiner Homepage noch lesen, was die geantwortet haben. Also wenn sie einen Maskenbefreiungsschein habt, der gilt nicht mehr. Es müsst ihr euch ein ärztliches Attest holen. Aber der Mailverkehr, der gilt noch, dass sie das Gesetz anerkennen. Das heißt, das Gesetz anerkennen, dass ihr mit einer ärztlichen Bestätigung maskenfrei einkaufen dürft. Das könnt ihr euch bei mir auf der Homepage auch runterladen. Also einmal sage ich es noch, bitte neuewahrheit.com, da könnt ihr Flyer bestellen, gratis nach ganz Österreich zuschicken. Und kommt nach Linz, weil Linz, da ist der Widerstand! Ja, ich darf dann kurz alle Leute von der Organisation, weil wir finden sie gerade nicht zusammen, so vom Orga-Team bitte Richtung Bühne bitten. Danke euch.